Kennst du die Momente auch, in denen ihr nichts mehr in der Wohnung habt? In denen du einfach wegwollst, verschwinden, einfach für eine gewisse Zeit allein sein, weil du ein schwieriges Erlebnis gemacht hast, weil du tief, tief traurig bist, niedergeschlagen und weil du gerade die Welt überhaupt nicht mehr verstehst. Warum ist gerade jetzt mein Lebenswunsch zerplatzt? Warum ist gerade jetzt die ganze Hoffnung vom Wind verweht? Und du brauchst Zeit, um dich wieder neu zu finden. Es gibt in diesen Zeiten wirklich, wo es einmal die frische Luft drängt, wo man losmarschieren muss. Und es gibt die sehr guten Erlebnisse, wenn man dann auch wirklich geht. Wenn man den Weg unter die Füße nimmt und sich auf das einlässt, was kommt. Und das sind das erste Mal deine Gefühle, deine Gedanken und deine Wahrnehmungen. Es sind all die Sachen, die dich unruhig, unglücklich und komisch machen. Es sind all die Geschichten, die schwierig sind, die dir in diesem Moment sehr nahe kommen. Und das ist gut. Du kannst sie anschauen, du kannst sie benennen, kannst ihnen Wort geben, Fragen stellen und du kannst auch wütend sein. Und so beim Unterwegssein kann es sein, dass du eine Begegnung machst. Schön, wenn es ein gemeinsames Weitergehen gibt. Deine Begleitung wird dir dann sicher Fragen stellen, um dich besser zu verstehen. Und es sind Fragen, mit denen auch du dich selber wieder ein bisschen besser kannst verstehen. Und auf diesem Unterwegssein kommst du auch an einen Ort, wo du gerne ein bisschen bleiben möchtest. Wo du willst zur Ruhe kommen und mit Essen und Trinken dich ein bisschen stärken. Und dann kannst du auch wieder ein bisschen umschauen und wieder Neues entdecken. Wie auf dem Bild im Hintergrund. Da kannst du aus scheinbar Abgestorbenem wieder zartes Frühlingsgrün sehen wachsen. Du siehst die grosse, starke Tanne. Und die erzählt dir von all diesen Unwettern, die sie schon erlebt hat. Von den Gewittern, die schon über sie drüber sind. Und von diesen vielen Tieren, die bei ihr Schutz und Nahrung finden. Du siehst den weiten See mit seiner unergründlichen Tiefe. Er ladet dich zum Träumen ein. Und du siehst die Berge. Was machst du mit ihnen? Du lässt sie auf dich wirken, in ihrer Majestät und Schönheit. Die guten und sicher sehr erfüllenden Momente kannst du nicht für immer festheben. Aber genau für die Zeit, die sie du brauchst. Sie helfen dir, deine verwirrten Sachen wieder neu mit deinem Leben zu verknüpfen. Dass du wieder mit guter Hoffnung all deinen Herausforderungen wieder entgegengehen kannst. Und glaub mir, alles was weiterkommt, der Weg, wo du weitergehst, der wächst im Gehen.